Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Umweltschutz ist etwas sehr Wichtiges, gerade auch für uns in der Schweiz. Und wir können vieles machen, was andere gar nicht machen können. Wir sitzen bei den Quellen der Flüsse. Wenn wir unser Wasser reinhalten, dann ist es wahrscheinlich bis zur Grenze tatsächlich rein. Wir können in diesem Sinn viel tun. Wenn wir dafür sorgen, dass unsere Städte einigermaßen sauber bleiben, dass Abgasgewerte nicht allzu hoch werden, so tun wir auch etwas Gutes. Wenn wir schauen, dass nicht der ganze Müll sich über die ganze Schweiz verteilt, sondern dass wir noch Wälder und Alpen und auch Städte haben, in denen man sich bewegen kann, ohne dauernd über Müll zu stolpern, dann ist das etwas Gutes. Ob es nun unter dem Religionsstichwort Klimaschutz läuft oder einfach unter Umweltschutz, wir können Gutes tun, aber man müsste sich überlegen, was die Auswirkungen sind. Zurzeit ist es gängig, dass Großstädte der Schweiz, die eher etwas grün-rot regiert sind, Staus künstlich erzeugen auf den Straßen, um Autos zu vergraulen, beispielsweise durch die Einstellung von Ampeln, dadurch, dass man zu wenig Parkplätze hat, was sehr viel Suchverkehr erzeugt, dadurch, dass man Einfallstraßen in die Stadt verengt bis auf eine Spur und in dieser Spur nur so tröpfchenweise die Fahrzeuge durchlässt. Resultat: immenser Stau. Das Resultat des immensen Staus aber ist nicht, dass weniger Autos fahren, ist nicht, dass weniger Lastwagen fahren. Sehr viele brauchen einfach das Auto. Das Resultat ist eine riesige Umweltverschmutzung. Denn der Stau produziert x-mal mehr schädliche Abgase als ein einigermaßen flüssiger Verkehr. Warum nehmen wir nicht Ideen aus anderen Ländern auf, zum Beispiel aus Deutschland, wo in Großstädten immer mehr mit Einbahnsystemen gearbeitet wird, morgens Verkehr rein auf mehreren Spuren, abends Verkehr raus auf mehreren Spuren und der jeweils gegenläufige Verkehr eingeschränkt. Das ist mit einer elektronischen Schaltung ohne weiteres machbar, ohne riesige Kosten. Wir sollten uns derartiges dringend überlegen im Sinne des Umweltschutzes. Wir sollten flüssigeren Verkehr für weniger schädliche Abgase anstreben.